Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind jetzt auf Stufe 5, Stufe, sag ich schon, Folge 45. Und wir machen weiter mit unserer tollen Quest. Den Panthern-Tigern und Raptoren jetzt. Können wir die nämlich in der Folge, hoffe ich mal, zu Ende führen. Weil das ist ja immer eine recht aufwendige Sache hier. Als wenn er mich gehört hätte. Zu sagen, das dauert nicht lange. Ach, ich finde dieses Geisterband super toll. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ob das rausgepatcht worden ist. Ich meine, es gibt es aber noch. Ich glaube auch nur bei Tierherrschaft. Ja, ein cooler Raptor, was können die denn? Simba. Ah, die können erstmal nichts. Sind wir nicht noch was mehr bringen? Wir müssen erst wieder zum Lehrer und das kostet immer so viel Kohle. Naja. Irgendwann haben wir ganz viel Kohle. Irgendwann. Mist, aber auch. Mist, aber auch. Schmeißen wir das weg. So, schmeißen wir noch irgendwas weg. Schmeißen wir das auch weg. So, zack. Bisschen bis die angedenkt sind. So, sehr gut. Ich glaube, die kann man auch für irgendwas benutzen. Ich meine für irgendwelche Rezepte vom Leder. All die Weile, die Kacke ist nämlich auch weiß. Behalten wir mal. Man kann ja nie wissen. Später in der Scherbenwelt muss man ja auch hier die Netterdrachen, hast du nicht gesehen, Dinger farmen. Von den Netterdrachen. Für auch eine Rüstung. Für den Jäger meine ich sogar. Und das ist eine Farmerei, sage ich euch. Zumindest damals. Das war furchtbar. Wohl hier, ich glaube, bei den Crusade ist alles Farmerei. Ob es Rüstung ist, ob es Ruf ist. Ja. Am schlimmsten mit dem Ruf für die Instanz, für die heroischen Instanzen. Boah. Ich kann nicht dran denken. Ich versuche es auszublenden. Das ist wirklich mördermäßig teilweise. Du musst in die normalen Instanzen so oft rein, bis du irgendwann wohlwollend, glaube ich, bist. Kannst du dir den tollen Schlüssel holen, damit du in die Instanz heroisch rein kannst. Aber das werden wir doch alle sehen, hoffe ich. Hoffe ich. Die auch fertig. Wenn wir die fertig haben, können wir auf dem Rückweg nämlich die Tiger machen. Wir viele fertige Quests. Feindliche Übernahme. Ah, Kristalle, okay. So, machen wir erstmal nicht heute. So. Toll. Wie gesagt, wieder voll gemüllt. Das ist auch Müll. Ja, Müll, Müll. Weg damit. So. Die Panthers hatten wir. Wie viel brauchen wir davon noch? Machen wir 4 Stück zurückgehen. Das sind nämlich mehr davon. Ich noch nicht vergessen, das Bett zu wechseln. Sonst stehen wir wieder dumm da. Wackeln und wankend. Oh ja. Ach, wie ich das hasse. Irgendwas aus dem Nest putzt. Der ganze Pulk hinterher.
Obwohl, wir haben Glück. Dann ist er. Oh, ich bin so froh mit der neuen Tasche. Müssen wir auch irgendwie töten. Wir müssen alles töten. Hammer, mehrfach Schuss. Habt ihr das gesehen? Das war nicht so geplant. So. Gut. Schnell was essen und was trinken. Aus dem Kopf geschmissen. Dann haben wir es fast geschafft. Vielleicht ist auch schon aufgefallen, ich habe jetzt dieses doofe FPS-Ding da aus der vom Bildschirm bekommen. Ich hatte versucht, mit etwas anderem aufzunehmen, aber das hat nicht funktioniert. Leider. Aber das funktioniert ja auch halt so gut. So. Ich finde mir gerade so auf, als ich die FPS hier oben guckte. Weil ich das mit den FPS nicht verstehe. Ja, gut, was soll's. So. Ich wollte gerade sagen, bevor wir uns den Pulk da rein knödeln, gehen wir lieber zurück, weil die respawnen. X hier. Ja, dann haben wir auch schon wieder einen. Sollen wir epische Raptor-Schuhe droppen? Das finde ich viel cooler. Besten Jäger-Raptor-Schuhe. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gerade auch gesehen habt. Hier unten ist die Quest für die Schuhe. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir mal, und da unten ist das doofe Krokodil, das direkt mitnehmen. Mal gucken. Das lief nämlich irgendwo immer rum. Nein, ich wollte gerade sagen, haha, aber das sieht aus wie so ein Albino. Da, doch kein Albino. Es gibt noch eine Quest mit dem Albino, das kostet Krokodil. Da bin ich aber gerade überfragt. Oder dieses Albino-Ding ist, der Elite davon. Könnte auch sein. Ich habe die coolste Fähigkeit mittlerweile von mir. Totstellen. Das hat es nicht gewusst, ey. Ich müsste das rausschmeißen können, direkt davon. So. Zartes Krokodil für mich. Machen wir es dann so. Was soll's denn? So, sehr gut. Schwupp. Schwerer Balk. Ah, das kann ich mir vorstellen, dass das ein schwerer Balk ist. Nun haben wir nämlich noch eine Quest fertig. Die habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Bei, ich glaube, Trino habe ich die nicht mehr gesehen.
gar nicht, ob ich die sonst irgendwo noch gesehen hatte. So. Wie gesagt, ich finde es eigentlich immer gemein, mega. Weil er hat viel zu viele Sachen, mit denen der sich okay, ich glaube, der war gerade versteinert. Mit dem der sich wehren kann und trägt auch noch schon Rüstung, also ist auch noch recht schwer klein zu kriegen, der Jäger. Lieblingsklasse von Blizzard. Obwohl ich damals gehört hatte, die Lieblingsklasse von Blizzard sei der Hexenmeister, weil der auch recht viele Sachen hat, die keine andere Klasse hat. Aber man weiß es nicht. Die haben wir. Die haben wir auch. Sehr gut. Ja, richtig Quest, Quest, Quest und Quest. Ja, schon cool. Die haben wir auch. Jetzt brauchen wir nur noch die Tiger, glaube ich. Spukinsel, weiß ich nicht. So was schon ist doof. Was ich ganz toll finde, dass hier direkt gezeigt wird, hier, lass die Quest bleiben, bringt eh nichts. Wo wir bei Spukinsel gerade sind. Mich daran erinnere, wie ich versucht hatte, damals die doofe Quest zu machen. Es war auch ein Live-Server, die ums Verrecken nicht funktionierte. Angenommen, abgegeben, angenommen, abgebrochen, angenommen, abgebrochen. Und es funktionierte einfach nicht. Ich habe geflucht. Ich habe vorhin durchsucht. Schon irgendwo gelesen hat, die ist verbuggt. Ja, danke. Das hätte man auch sagen können. Nö, lass mal erstmal suchen und suchen. Ja, das war schon ätzend. Aber naja, gut. So ist das halt in der WoW. Zumindest damals bei Blizzard. Aber ich glaube, das ist immer noch teilweise bei Blizzard so. Bei Blizzard macht keinen Fehler. Ich weiß gar nicht, aber auch irgendwas, da konnte man sich nicht einloggen eine Zeit lang. Ich glaube, da waren die Live-Server oder die Login-Server irgendwie down. Und dann fragen viele von wegen, ja, man kommt nicht rein, bla bla. Und dann sagten die, ja, dann installieren sie nochmal das Spiel neu. Oder löschen den komischen BTF-Ordner da. Ja. Und irgendwann funktioniert das dann plötzlich wieder und die sagt dann, ja, es könnte doch daran gelegen haben, dass die Login-Server down sind. Tut uns leid, bla bla. Und wir haben immer viel Kohle dafür bezahlt. Oder bezahlen immer noch teilweise. Wer noch spielt. Ich glaube, es sind immer noch 13 Euro. Und für ein Spiel, das eigentlich schon recht alt ist. Der Vergleich. Allerdings, dafür läuft es auf fast jedem Rechner. Das muss man ja auch sagen. Und es macht eigentlich noch recht viel Spaß, auch wenn es mittlerweile sehr vereinfacht ist und teilweise denkst du gut. Weiß nicht, ob man das so möchte. Ich sag, für ein Anfangsspiel oder so ist das wunderbar. Du kriegst ja alles an die Hand. Hat alles gezeigt. Und wenn man einmal WoW gespielt hat, ist man recht verwöhnt, was andere Spiele angeht. Ich habe ja schon einige Spiele ausprobiert. Wie Ion. Fand ich jetzt nicht so der Bringer. Age of Conan habe ich probiert. Oh, war auch nicht so. Damals hieß es immer hier von die WoW-Killer-Spiele. Die Spiele, die WoW vom ersten Platz schubsen. Keiner hat es geschafft. Dann, es kam noch. Star Wars. Ging auch so. Ich hatte oft immer ein Problem im Interface. Weil ich das Interface teilweise so gewohnt war von WoW,
Das von dem Interface weiß ich gar nicht so wirklich gefallen hat. Man kann zwar immer wieder ein bisschen hin und her schieben, aber das ist nicht das Gleiche. Denn das recht cool durchdachte Kampfsystem von WoW, also die haben sich wirklich schon Mühe gemacht. Das fand ich immer richtig cool. Daher ist man richtig verwöhnt, wenn man versucht, andere Spiele zu spielen. Was gab's denn noch? Blades and Soul. Ist jetzt ein aktuelleres, aber trotzdem irgendwie. Man vermisst trotzdem irgendwie ein paar Sachen. Puh, es gibt so viele dieses Dragon Prophets oder so. Gibt's noch? Fehlt mir dann auch irgendwas. Dann, was gab es noch? Ach, so viele. Ich hätte mal schauen, was ihr alles so ausprobiert habt und man denkt, fehlt doch irgendwas. Ja, wie gesagt, man ist immer recht verwöhnt, was andere Spiele angeht. Ein Freund von mir auch. Da auch ein paar Spiele versucht. Ich dachte, nee. Nee, nee. Was fehlt ihm das? Fehlt ihm das? Nee. Sagt er auch, wenn man einmal WoW gespielt hat, ist man richtig verwöhnt, was andere Spiele angeht. Komm schon, ich will den letzten Tiger haben. Den letzten Tiger. Der versteckt sich. Der versteckt sich. Der weiß, dass wir den letzten Tiger brauchen. Und der versteckt jetzt unsere letzten zwei Tiger. Die sitzen bestimmt gemeinsam irgendwo auf dem Baum und lachen auf uns aus. Weil alles andere sieht man ja überall hier. Dann Pappkameraden. Ja, auch ganz viele. Wenn die sind auch von der Quest, aber die. Also wenn man nicht so viel Platz. Da hatte ich eben noch von schnellem Respawn gesprochen. Aber nein, da vorne ist zwar ein Tiger, aber ist der falsche Tiger. Panthers. Ist das doof? Sind die Blutohren-Dinger falsch? Ja, geben wir unsere Quest erstmal ab. Gucken, was passiert. Auch mal die Theorie aufgestellt, wenn man irgendwo ein Tier tötet oder so, respawnt an der anderen Ecke Neues. Das hat sich aber auch nicht für wahr entpuppt. So. Ich gucke nochmal, vielleicht ist er noch einer gekommen. Da, da. Jawohl. Fehlt trotzdem noch einer. Wenn wir jetzt irgendwas von dem brauchten, questmäßig, hätte das natürlich nicht. Hätte das erst der vierte oder fünfte gehabt. Ist das doof, der Lederschütze, da ist der letzte. Da ist der letzte Tiger. Yeah. Zack. Jawohl, sehr gut, sehr gut. Wir ziehen wir zwar jetzt, aber das ist mir egal. Hauptsache wir haben den letzten Tiger. So, jawohl. Geschafft.
So, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es heißt WoW, Let's Play WoW. Wir sehen uns. Bis dahin, bleibt gesund. Ich werde gesund. Auf Wiedersehen.